Glückwunsch, dass ihr am Start seid aus Stuttgart mit einem guten Schwenny, Mandy. Ey, das ist, ist eine Ehre. Das ist mir eine Ehre. Nein, ich habe die Ehre. Habe die Ehre. Geil. Ja, du zeigst heute dein Lieblingsitaliener, ne? Ja, definitiv. Authentic pur. Also mehr Italienisch geht gar nicht. Das ist hier nicht so, wie du vielleicht von vielen kennst, mit, wenn du jetzt zum Beispiel hier sagst, so irgendwas mit Gorgonzola oder so und auf einmal schmeckt das Ding nur nach Sahne. Das ist wirklich authentic pur. Ja, Spendi hat schon zu mir vorher gesagt, er weiß jetzt auch nicht genau, so wie er gehört hat, die fahren sogar einmal die Woche rüber, um die richtigen Zutaten direkt aus Italien zu holen. Die bringen einfach sehr frisch. Ja, der Fisch ist ganz frisch. Den würde ich dir sogar tatsächlich empfehlen heute. Den Fisch sogar? Okay, gucken wir mal. Wir werden 3 Runden machen, Spendi. Spendi sagt eben schon, er wird einen 100er drauf wetten. Ich habe ihn gefragt, wenn es ein 100er, dass ich mindestens 8,5 gebe, sagst du, ne? Ja. In der Gesamtnote. Und die machen ja auch übrigens extra für uns heute auf, tatsächlich. Oh, das ist wirklich ehrenhaft. Das ist mir auch eine Ehre, ja. Geil, lass dich mal direkt hier laufen. Ja. Karim ist auch am Start, wo wenn hier Karim im Hintergrund rumläuft. Das sieht ja schon mal geil aus, ja. Hi, grüß dich. Na, du? Hallo. Ja, freut mich. Hallöchen, gib dir mal die an. Hi, Holger, freut mich. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Die netten Damen hier empfangen uns sehr entspannt. Und wir würden gerne heute so 2, 3 Gerichte von euch testen. Spendi hat gesagt, der beste Italiener, lehnt er dich weit aus dem Fenster, in Deutschland wahrscheinlich. Hi, grüß dich, mein Lieber. Deine Tochter? Ja. Oh, Familie mit dir. Und der Sohnemann? Boah, sehr schön. Geil, dann machen wir eine Runde. Ihr macht euch warm, wir machen auch ein paar Dehnübungen, ich und Spendi, dann gehen wir nochmal. Ja, die Musik soll ich denen sagen, die sollen die ausmachen? Ja, können die, aber ich wollte gerade so, ich fühle mich so richtig am Dancen. Ich wollte gerade hier deine Hand greifen und einmal so Pirouette. Oh mein Gott! Bundesliga-Fußballspieler kommen hier sehr gerne essen. Ah, ja. Also die von VfB Stuttgart sogar ziemlich oft. Letztens war auch Pavard hier. Pavard war auch hier? Von Bayern München. Also sehr, sehr viele. Boah, hier ist auch noch mal was. Ja. Ach, da auch noch. Also, die da hier Kobel, Pavard. González, Kaminski, Rupp. Gomez sogar von damals, ey. Ja. Schön. Ich mache hier direkt für euch noch ein paar Aufnahmen, ohne dass ich hässige Fress da noch mal am Start bin. Und dann gehen wir direkt in die Gerichtauswahl. Ja, Spendi, genauso will ich sehen, Mann. Vivaldi. Vivaldi, ja, das ist hauseigenes Olivenöl. Bist du Olivenöl? Nur Olivenöl. Olivenöl ist geil. Ich verwende gar kein Sonnenblumenöl oder sonst was, nur Olivenöl. Olive ist heftig. Allein schon wegen den Fetten halt. Ne? Ja. Also, das ist halt viel gesünder. Weißt du, was ich sogar letztens gehört habe? Angeblich soll diese Rauchpunkttheorie zum Braten, das soll ja ausschlaggebend sein, wann Transfettsäuren entstehen und bleiben. Ja. Und das soll tatsächlich bei Olivenöl gar nicht der Fall sein. Das heißt, du kannst eigentlich frittieren. Dieser Rauchpunkt ist weniger ausschlaggebend, als man eigentlich dachte. Dave, also ich benutze wirklich seit, ich glaube jetzt mittlerweile 4 Jahren, nur Olivenöl. Nichts anderes. Olivenöl ist was Feines. Ja, ach, ihr presst das selber? Ja. Olivenplantage da unten in Campania. Habt ihr selber eine? Ja. Macht ihr das noch mit diesen Teppichen? Kennst du diese Teppichverfahren? Beziehungsweise als Teppich, wo die da drin gepresst werden? Ja, grün, ja. Und dann heftig. Also als Spendi gesagt, ihr macht alles selber, war nicht übertrieben, sogar das Olivenöl. Ich bin Olivenöl-Experte, ich würde gerne mal ein bisschen auf den Löffel gleich verköstigen noch. Musst du auch mal anspenden. Ja, ja, definitiv. Wenn du beim Brot schon beim Restaurant scheiterst und dann irgendwie so ein Lidl-Brot da aufgeschnitten wird, so ein Baguette dahingelegt, dann weißt du gleich, eigentlich kannst du wieder rausgehen. Ja. Such dir ein anderes. Das wird hier definitiv nicht der Fall. Das ist schon wichtig, aber eine schöne Aioli oder so dazu. Hier hast du eine originale italienische Zitrone, die es hier gar nicht in Deutschland der Größe gibt. Ist das echt eine? Das ist eine Zitrone. Die wachsen so in Italien. Halt die mal gegen deinen Kopf. Guck mal, jetzt checkt man das. Das ist heftig, wenn ihr. Da musst du mal morgens ein Zitronenwasser machen, glaub mir. Der knallt dich auch ordentlich weg. Also, wir werden jetzt gleich ins Volle gehen. Aber ich muss noch mal einmal 1, 2 Aufnahmen. Wenn ihr mich sehen würdet, wie akribisch ich hier immer alles abfilme. Ich habe so meine genauen Positionen. Zieht euch gleich, achtet mal auf die Blumen und auf die Bilder, die ich abfilme. Ich habe mir vieles abgeguckt. Da ist der Papa auch noch da. Grüß dich. Hi, der Mann des Hauses. Ja, freut mich. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja. Habt ihr schon mal einen Videoman hier gehabt? YouTube, ihr also ein Video YouTube macht? Noch nicht. Also glaube ich nicht. Okay. Nee. Wir werden gleich richtig eure Küche auseinandernehmen. Kein Problem. Ich kenne so einen Kollegen, Geräuschkulisse, Italiener. Na, wenn man da reingeht, das ist auch richtig. Da hörst du immer den Papa hörst du immer schreien da durchs ganze Ding. Das brauche ich auch so hier. Ja, so ungefähr. Machen wir mehr vielleicht. Okay, ja. Ich gehe nur ganz kurz hier für Kleine. Ja, mach das. Ich kann den kleinen Spendi auch halten, wenn du willst. Das ist ein halbes Fußballmuseum. Ja. Oh,
Tomatensauce. Vier Tomaten, lass mal da unten machen. Sogar Tomatensauce. Oh, die probieren wir sehr gerne. Heute gibt es Fisch vom Grill. Fisch vom Grill gibt es heute? Mit ein bisschen Tomatensauce. Mhm. Dann drunter machen die auch selber. Ja. Ein bisschen das dazu, ein bisschen Gemüse. Oh, geil. Das kann ich für euch auch richtig bisschen, muss ein bisschen Tomatensauce sein, ja. Italienische. Okay, ja. Dann lass uns doch mal zusammen in der Küche gucken. Vielleicht lacht uns was direkt an, dass du sagst, das nehmen wir jetzt, Spende. Ja. Ah, hier haben wir schon. Wir filetieren jetzt Fisch selber, den wir dann danach selbstverständlich verköstigen. Oh, ja. Ein Fisch darf ja nicht riechen. Darf nicht nach Fisch und riechen. Du riechst ihn nicht. Also ich habe Fisch gehabt, den habe ich in den Ofen getan, ich konnte 2 Tage, musste ich lüften. Das ist richtig schlimm. Und ich habe Fisch gehabt, der kam frisch aus dem Teich. Habe ich nicht mal in den Kühlschrank getan, den habe ich erst mal 8 Stunden draußen liegen gelassen, dann gebraten, hat nach nichts gerochen, gar nichts. Ja, da darf nicht riechen, ja. Oh, stark. Wolfsbarsch ist das? Wolfsbarsch, riecht echt gut, ne? Riecht einfach angenehm. Da hat man einfach Bock zu essen. Es ist einfach diese pure Frische. Beste Qualität, frische Qualität und schon gesaugt. Also wenn einer einen Kredit findet, dann kriegt vielleicht eine Grappa von mir. Das ist gut. Ich bin gespannt. Das sieht gut aus. Das kriegen wir jetzt mit Zitronensauce, war das, wo du gesagt hast, Tomatensauce? Das ist erstmal vom Grill und dann Zitronensauce auch drauf. Ja. Aber dann mag ich das ein bisschen mit Tomaten. Tomatensauce auch, die hausgemachte, ne? Ja. Dein Papa ist sehr heftig, ich schwör's dir. Was würdest du empfehlen, wenn du jetzt was zu essen empfehlen müsst bei euch, dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingssoße ist auch Tomatensauce, ja. Unsere legendäre Trüffelpasta. Ja, das ist mein Gericht. Also, Trüffelpasta müssen wir eigentlich auch. Das muss ein Gericht sein. Das sind Bandnudeln, hausgemachte Bandnudeln. Ja, zeigen wir dir auch gleich, geil. Ja, dann nehmen wir das auch als eine Runde Spende. Also wir haben schon 2 feste Runden eigentlich. Ja. Pizza wird hier auch selber gemacht. Ah, was ist das für eine Zwiebel? Aus Trofea, die Süßzwiebel. Aus Trofea, also, Süßzwiebel. Trofea. Spendi sagte auch, ihr habt regelmäßig eine Lieferung, dass ihr die originalen Zutaten dann aus Italien bekommt. Ne? Mein Bruder, die Pizza, die gehört die Pizza mit Mutterhefe. Ja, aber ich sag mal so. Oh, guck mal, wie feinporig der Teig da vorne ist. Das ist aber euer Oliven. In Italien, gell? Oh, ja, stark. Ich habe Angst vor Pizza, sage ich euch wirklich, weil Pizza bin ich so heftig unterwegs. Ist das klassische römische oder macht ihr so neapolitanische Pizza? Wir können beide machen. Ihr könnt beide machen? Sag mir, wie sie hier haben wollt, mit dünnem Rand, knusprig. Ich mache es euch in allen Varianten. Oha, Spendi, das ist Risiko. Pizza, sagst du, wir wollen wirklich Pizza? Ja. Er macht es. Er macht es. Er macht das. Auf die du gehst heute nicht unter 8,5 hier raus, sage ich dir. Auch bei einer Pizza? Er wird heute nicht unter 8,5, ja. Oh, wie gar nichts, als wäre es hohl von innen. 2014 habe ich die erste schwarze Pizza gemacht. Wir haben diese Vollkornpizza immer gehabt, schon für die Diabeter, die wollte weniger Gluten. Ja. Und 2014 habe ich das rausgesucht mit Carbon, vegetarisch Carbon. Das ist auch sehr gut für Darm. Okay, aber das Schwarze macht ihr erst kurz, die schwarze Pizza. Kohle, mit Kohle ist da drin. Und das ist gut für den Darm, ja? Sehr gut für den Darm. Macht ihr jetzt direkt eine Pizza? Ja. Ist die für uns schon? Ja. Ach, das ist für uns. Und dann machst du sogar, du traust dich sogar an die schwarze Pizza ran. Genau. Mit Vollkornteig. Ja. Und die wird Vollkorn 100% Tiefkohle. Das ist wild. 20 Stunden gegangen mit Mutterhefe. Ja. Also, leicht verdaulich. Pizza Stuttgart war das? Ja, so 2006 oder so. 2006, ja. Also schon wieder ein paar gute Jahre. Ja, also die Qualität hier schon stimmt. Genau, jetzt kommt der Trüffel. Normal kommt schwarze Trüffel, aber heute. Ja, heute nehmen wir weißen. Nicht umsonst habe ich 2005 bis 2014 habe ich direkt mit VfB gekocht. Früher warst du Vereinskoch richtig für den VfB.
Duft hochkommt vom Käse, vom Büffelmozzarella. Was für Käse haben wir noch mal alles drauf hier auf der Pizza? Büffelmozzarella. Ja. Und Weißtrüffel. Weißtrüffel. Ah, okay. Ja, dann legen wir mal los. Der Geruch vom Käse, der sich mit einem Trüffel verbindet, ist einfach schon legendär. Ja. Die habe ich bis jetzt noch nicht gegessen. Ne? Hast du nicht gegessen, ne? Nein, das ist auch mein erstes Mal jetzt. Ganz weich, hier. Ganz zart. Und Dankeschön. Wir haben die längste Bandnudel. Die längste Bandnudel der Welt? Nein, nein. Aber immer magen. Aha, den ist sehr lange, ne? Aber jeder kann das magen. Also nicht. Oh. Oh, stark. Also kann man magen, wie viel man will. Stark. Spendi sagte gerade schon, wirklich butterweich, der Teig außen. Ganz intensiver Trüffel. Ich habe viele Trüffel, auch teure, jetzt schon gegessen. Und selbst die teuren, die waren nicht so intensiv. Das ist Trüffel, wie man ihn riecht und auch von Trüffelöl kennt. Nur in schlecht. So ist es intensiv. Auch die anderen Trüffel, die ich kannte, die habe ich pur reingebissen, haben eher wie Camembert geschmeckt. Ja, 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 es gibt sehr viel. Ja. Also ganz intensiv, Verbindung mit dem Parmesan, heftig. Also es ist halt eine extravagante Pizza jetzt. Mhm. Der Rand erinnert auch wirklich eher an gutes, warmes, fluffig, weiches Brot. Vor allem, man merkt diesen kernigen Vollkorntouch. Mhm. Den merkt man auf jeden Fall auch. Man muss halt sagen, mit Büffelkäse, alles was da drauf ist, kommt einmal die Woche von aus Italien. Mhm. Hast du ja gehört. Ganz stark. Wenn man unter dem Aspekt reingeht, man holt sich eine Vollkornpizza. Ich werde hier mal so dreist dann hier noch einmal. Ja, ja, nimm. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Die haben es wirklich geschafft, das ein Stück Italien hierher zu bringen. Alleine, wie sie sich geben von der Atmosphäre, von der Art, von den Gerichten, von dem, wie sie drüber erzählen, ohne dass sie es gegessen haben, kommt das wirklich maximal authentisch rüber. Ja. Also mehr Italien geht nicht. Sie sind es ja auch, ne? Ja. Sie sind es ja auch wirklich einfach. Dieser Mix von den Käse, das ist so verrückt. Das nimmt beinahe so ein bisschen Gorgonzola-Feeling an. Und die Dinger, wenn du eigentlich musst du sie... Das machen wir jetzt nur mit Olivenöl, ne? Oliven oder Balsamico. Kannst du beides machen und dann machst du noch ein bisschen Pfeffer drauf und dann ist halt vorbei. Ich dippe da gleich bei dir mal rein. Ja, ne? Ja. Siehst du das, wie krustig der Boden ist? Ja, das zeige ich gleich nochmal in die Kamera. Das ist dieser, wie ich immer sage, krosse Baguette-Boden. Wie vom französischen Baguette. Geil, schön warm. Dann das Ganze reintunken. Giftig, scharf, leicht fruchtig. Das ist schon wild, ne? Mhm. Sehr geiles Olivenöl. Ich würde sagen, um die Runde nicht zu lange rauszuzögern, machen wir direkt Runde 2. Ja. Stark, die. Und jetzt also, warte auf Bandnudeln mit Trüffeln. So, ihr Lieben. Pizza war wirklich sehr, sehr stark. Also ganz überrascht hat mich einfach die Kombi vom Trüffeln mit dem Käse. Einfach diese Kombination Büffelmozzarella. Einzigartiger Mix an Käse mit dem Trüffel. Also dieser Belag ist einzigartig gewesen. Super. Pomodoro aus unserer Heimat. Genießt es. Dankeschön, Dankeschön. Schön heiß, ne? So muss das sein. Macht auch nicht jeder. Mein Vater hat das früher mal gesagt, auch Koch, wenn der Teller nicht warm ist im Restaurant, dann kannst du eigentlich direkt knicken. Ja. Basilikum steigt auf in den Brustkanal. Schön al dente. Und das ist das Wichtigste, dieses al dente. Wenn du da so eine schlaffe Nudel hast, schlaffe Nudel ist nie gut. Nee. Die Wette so gewonnen. Du wirst hier niemals unter 8,5 rausgehen, sag ich dir. Tomatensauce ist maximal intensiv. Als hätten die maximal konzentriert. Also die Nudeln sind alleine schon der Knaller. Ich lasse dir das übrig, damit du auch was hast. Mein Lieber, du warst den ganzen Tag unterwegs. Ich komme von zu Hause. Also ich sag mal so, von der Tomatensauce her, von den Nudeln kannst du es wahrscheinlich kaum besser machen. Wenn du ein Fan bist von Basic, Tomatensauce mit Nudeln, die sind so bissfest, so geil. Ich möchte sie einfach nochmal reinzeigen. Hier hast du nochmal die Tomatensauce an der Seite, die haftet richtig. Da muss man auch sagen, wenn du keine raue Oberfläche hast, eine vernünftige Oberfläche, dann perlt das alles ab. Ich muss gerade eins sagen, wie krass bist du eigentlich? Du hast es gerade geschafft, in die Cam zu halten, ohne einmal zu tropfen. Das liegt an der rauen Oberfläche, die nimmt besser die Soße auf. Mit einer normalen Nudel aus dem Supermarkt kriegst du das nicht hin. Was ich noch krasser finde, ist, wenn er halt wirklich isst, ne? Du schließt deine Augen und du bist dann einfach in dem Moment. Mhm. Das ist so wichtig. Eigentlich sollte dein PC nicht laufen, du solltest eigentlich nicht am Handy sein und du solltest definitiv kein TV anschauen. Ist weil nur dann nimmst du jeden Geschmack wahr und das ist auch meditativ. Ja. Das Einzige, was erlaubt ist bei Videos, ist wirklich Holle 2614 gucken beim Essen.
Ich habe mal eine Testwoche gemacht. Alles, was ich mit dem Fernseher immer gegessen habe, habe ich mal den Fernseher weggelassen. Und jedes Essen hat in meinen Augen anders geschmeckt. Du gibst dir überhaupt die Chance, dich da reinzufühlen. Also ich sage euch ehrlich, auch so, es ist natürlich normal, ich muss mich auch daran gewöhnen, dass es passiert. Wenn ich esse und dann kommt zwischendurch der Chef und fragt mich und guckt, ich merke gar nichts mehr. Ich kann mich gar nicht richtig ins Essen reinfühlen. Ich brauche einen Moment für mich, wo ich wirklich mich keiner stört. Das sind meine besten und detailliersten Essenstests, wenn ich alleine bin. Weil dann bin ich komplett ungestört. Und starker Teller, wir geben den Chef nochmal Feedback. Boah. Hat er die jetzt für dich gemacht? Ja, oder? Die werde ich jetzt auch nochmal probieren einfach. Milchig, weicher Mozzarella. Ganz hauchdünner Teig. Und ganz hauchdünner Boden. Ihr seht hier, sehr faszinierend vom Biss. Ihr merkt richtig im Mund, wie ein Blatt, den Boden und darüber die weichere Schicht. Ihr merkt das richtig vom Biss. Darüber kommt dann der weiche Teig. Ganz super knusprig. Der bricht richtig auf. Ihr müsst euch so vorstellen, als hättet ihr, keine Ahnung, Esspapier. Der Rand vom Brötchen nur noch viel dünner. Das gefühlt an jedem Millimeter, wo ihr reinbeißt, bricht das durch. Und ihr knuspert da rein. Maximal knusprig. Also nicht zu viel versprochen bis jetzt? Nee, sehr geil bisher. Ist gut? Also kurz Zusammenfassung von den beiden, von dem Gericht. Nudeln on point. Dieses selbstgemacht, dieses hausgemacht, der Inbegriff von selbstgemachten Nudeln. Al dente. Konnte die Soße, die Nudel hochhalten, keine Soße abgepellt, weil die Oberfläche so rau war. Tomatensoße intensiviert, als hättet ihr die so konzentriert. Ganz viel Geschmack, ganz lecker, ganz tomatig, sehr einzigartig. Dankeschön. Sehr gerne. Das geht dir echt Schlag auf Schlag, Spendi. Also ich habe selten so viele Gerichte. Hier kommt immer von einer Seite eins fertig, noch was fertig. Oh, jetzt wollen wir den Wolfsbarsch machen. Erstmal, das ist ein bisschen Lasagne. Ach, das ist jetzt die Lasagne? Ja. Ah. Das ist ein bisschen Lasagne. Also die Trick von unserer Lasagne, das ist, wie meine Mutter gemacht hat, mit Scamorza-Käse. Hier, das ist den Scamorza, oder wie war das nochmal? Scamorza. Scamorza, da ist er. Frisch aus Italien auch. Also viel Spaß, ich glaube bei Runde 4 ist es jetzt schon bei der Lasagne. Wie lange ist her, dass du Fleisch gegessen hast das letzte Mal? Also zu allerletztes Mal Fleisch, wenn, habe ich mal wieder wild gegessen. Ja. Heiligabend, das war, weil es halt wild war. So. Ja, ja, da habe ich einmal eine Ausnahme gemacht. Ansonsten davor war es erst im Sommer, Spätsommer habe ich aufgehört. Wenn ich dir jetzt angenommen, ich würde dir Bio-Fleisch aus guter Haltung hier hinlegen, für 5.000 Euro ein Stück Fleisch würdest du essen? Auch nicht? Für 20? Nein. Fuffi. Nein, also warum nicht? Für 50.000 würdest du nicht ein Stück Fleisch jetzt essen? Ja, das wäre schon natürlich krass. Wenn ich dir das hier hinleg, auf dem Tisch wetten, du würdest sagen, ja. Ohne Kamera, ja. Ja. Und dann hochwusten, das geht denn? Noch am Korn. Nö, will ich nicht machen. Alles klar, dann slack ich mal hier rein. Also schneidet sich ganz fein, fällt nicht auseinander. Ich hätte jetzt Angst. Also es bleibt bei dem kleinen, geschmeidigen Berg. Hier können wir vielleicht mal reinfilmen noch. Ganz feinlagig. Sieht man das? Hier sieht man es vielleicht besser. Ehrlich gesagt, wenn ich mal Lasagne mache, passiert es auch gerne mal, dass sie auseinanderfällt. Also ganz charakteristisch stark ist das. Ich hätte gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, das wäre eher so mild und unterschwellig. Ganz charakteristisch stark. Von Anfang an das Hack, das sich langsam ausbreitet, zum Schluss sogar intensiver wird. Wenn du dann auf den Biss achtest, und dann kommt wieder das, was wir vorhin auch hatten bei der Pizza, glaube ich. Der Käse zieht sich so langsam im Mund auseinander. Desto länger du es im Mund behältst, desto intensiver wird es. Ja. Salz konzentriert sich und gibt dir so richtig nochmal Feuer am Schluss. Und sehr käsig auch, sehr käsig. Also das Starke ist einfach auch, man merkt diese einzelnen Lasagnescheiben, merkst du noch. Und du merkst selbst, die sind al dente, du zerbeißt sie, diese einzelnen Schichten. Und du merkst da noch, wie bei den Nudeln, wo ich vorhin gesagt habe, dass sie ein bisschen dicker sind, auch da sind die Lasagnescheiben ein bisschen dicker und du beißt sie langsam geschmeidig mit dem Mund durch. Also wirklich, achte auf alles beim Essen, das ist... Oh, selbst von der Konsistenz, Mundgefühl 1A. Die Bewertung geben wir auch später alles auf einmal. Ja. Dann machen wir jetzt noch unseren Wolfsbarsch, glaube ich. Außer die haben noch mal eine Überraschung vorbereitet. Wir werden hier auseinandergenommen. Ja, werden wir wirklich. Ich kann dir eigentlich schon mal sagen, du hast nicht enttäuscht. So, jetzt direkt reingeschnitten. Nochmal zwischendurch haben wir jetzt hier die Pizza ganz frisch nochmal. Also da ist es, wie vorhin gesagt, der Unterschied zum Teig ist einfach bei den Dingern, sag ich mal, zum Pizza-Weltmeister. Ihr habt hier, vielleicht nennt es mal wie ein Brötchen, wo ihr reinbeißt. Und wenn ihr jetzt eine Pizza habt vom Pizza-Weltmeister, diese ganzen Waben innen drin, dieses kleine, das zerbeißt du alles mit. Alles, was hier innen drin ist, nimmst du da noch mit. Und ihr hier ist eher, sag ich mal, genau wie so ein Brötchen aus, was nicht schlecht ist. Super Pizza, aber es gibt da halt noch einen gewissen Unterschied. Aber der
Belag ist auch einfach stark. Man merkt so die leichte Rauchnote von der Röstung, vom Boden. Ganz kurz noch, für die Sachen, die hier jetzt rumstehen, die nehme ich alle mit. Die nehmen alle Spendi mit. Dass die Leute Bescheid wissen. Spendi hat vorher schon gesagt, weil wir eigentlich eine kleinere Portion noch haben wollen, egal, macht erstmal in Anführungszeichen normal. Spendi nimmt den Rest mit. Ach, Pizza Fritta wollt ihr eben nochmal machen. Dann machen wir den noch und dann machen wir uns einen Wolfsbarsch und belassen wir es bei denen. Dann machen wir Pizza Fritta jetzt noch. Was ist das hier eigentlich nebenbei, was ihr da macht? Polenta. Polenta Maisgrieß aus Maisgrieß? Ja. Ah. Oh, da nimmt sie die Bräune an. Richtig dick ist jetzt. Der Käse macht das natürlich noch sämiger. Das haben die alten Omas gemacht, die Tomaten kochen lassen, stundenlang. Ja. Stracotto heißt also, das Überkochen sogar. Ah, okay. Wir versuchen halt viele traditionelle Sachen zu machen. Ja. Die nicht kennen. Ja, okay. Jetzt lassen wir 2 Minuten in den Ofen. 2 Minuten in den Ofen, okay. Boah, seht ihr diese ganzen Löcher? Ganz feiner Teig. Die muss on point sein. Oh, wir testen mal direkt. So intensiv, die weiß, was daran so geil ist. Das ist so ein Hybrid, nenne ich das. Müsst ihr euch das so vorstellen, Leute? Vom Geschmack her. Ihr habt sowieso als Grundbasis habt ihr diese geile Tomatensauce. Denn kämpft sich zwischendrin, das ist sowieso ein kleiner Kampf, auf der Zielgeraden zwischen 2 Rennfahrern. Denn überholt zwischendrin der Knoblauch, es überholt der Parmesan. Das heißt, so ein bisschen Feeling von, viele von euch haben bestimmt mal ein Zwiebelbrötchen gegessen. Das kämpft sich zwischendrin durch, dann kämpft sich die Tomatensauce durch. Ganz intensiv salzig, abdämpfend durch zum einen den kalten, Burrata als Kontrast, der zugleich halt auch sahnig, milchig ist. Das ist der perfekte Kontrast hier. Das ist der perfekte Kontrast. Hab ich noch nie gegessen. Dann diese Luftigkeit. Mhm. Guckt euch die Luftigkeit an vom Teig. Ganz wild. Dann hier Tomatenchips, sagt der Leute. Mhm. Oh, die heftig, die. Probier die mal. Hab ich auch noch nie gegessen. Oh, ganz knusprig, du beißt auf die Kerne wie Blätterteig. Leichte Salznote. Bruder, das ist aber jetzt sehr außergewöhnlich. Das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Stell eine Chips-Tüte damit vor. Oh, abends vom Fernseher. Viel kannst du davon nicht essen, da langen dir dann auch 2, 3, aber die sind heftig. Ja. Das ist halt wirklich so, ne? Es ist wie so ein Wettrennen. Es ist so, ja. Dann schmeckst du mal hier was, dann schmeckst du auf einmal den Knoblauch, dann Burrata, dann die Tomaten sowieso, die eh schon krass intensiv hier einfach sind. Ja. Und dann noch hier Parmesan. Das ist wie ein Wettrennen, ne? Ja. Wirklich, wie Spendi vorhin gesagt hat, schmeckt euch mal rein. Das Einzige, was erlaubt ist beim Essen, ist wie gesagt tolle Videos. Mhm. Und wenn ihr das nicht guckt, isst auch mal ohne Videos. Lasst den Daumen oben scheppern. Oh, das ist eine Wolke, Leute. Ich muss es noch mal zeigen einmal. Ich habe 0,0 das Gefühl, dass es irgendwas mit Mozzarella ist. Und das ist das, was ich gemeint habe. Wenn ich das Gefühl hätte, wärst du nicht so begeistert, weil du nicht so der Mozzarella-Fan bist. Da wäre ich auch nicht so weit gekommen schon. Mozzarella an sich ist ja meist auch recht geschmacksneutral. Gerade wenn du jetzt keinen guten nimmst, Büffel Mozzarella hat immer noch mal eine andere Note. Und teilweise die Konsistenz mag ich nicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Und wenn du einen schlechten nimmst, der schmeckt halt fast nach nichts. Ja. So, jetzt bisschen noch ein bisschen Parmesan. Ja, jetzt kommen unsere Nudeln. Das sind die Trüffelnudeln, ne? Ja, genau. Schön die Fäden zieht. Weißes. Wir verkaufen Weißes. Oh, stark. Gut, dann wären wir da. Ja, genießen wir heiß. Ey, lass es dir schmecken. Ist das auch tatsächlich so klein, wenn man es bestellt? Nee, nee, dann ist das ist, ne? Schon ein bisschen. Ja. Die Nudeln sind so geil, Leute. Etwas dicker,
Merkkritik, wenn man es so beschreiben müsste mit normalen Nudeln, gleich 2 mm dicker oder so, oder 1 mm dicker. Du beißt da richtig intensiv durch. Du merkst den Käse, als würde er im Mund Fäden ziehen. Mhm. Als würde er im Mund Fäden ziehen, als würdest du im Mund zerziehen. Und in dem Fall finde ich, dass der Trüffelgeschmack, er ist da, er ist auch gut da, aber er ist nicht zu penetrant. Hier ist er deutlich weniger als bei der Pizza, die wir hatten. Ja, aber ist auch gut so, weil sonst wäre es zu penetrant. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, bei der Pizza sind die auch viel dicker. Mhm. Ist es genauso, wie du es sonst auch immer isst? Ja. Weil es ja zweimal warm gemacht hat? Ja, ja, ja. Mhm, okay. Trüffelnudeln kann ich sonst, die sind viel sämiger noch. Also von der Konsistenz viel dicker. Das hier ist etwas dünnflüssiger. Und halt die Nudeln sind wirklich etwas dicker. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Wolfsbarschrunde. Diese Kombi, Leute, mit einem Fisch und dieser schönen Zitronensauce. Jeder weiß, wie Fisch mit Zitrone matcht. Boah, wild, das wird wild. Wenn ihr wüsstet, was ich alleine vor dem Laden hier schon gegessen habe, ihr würdet mir nicht glauben. Das riecht einfach nach Meer. Das riecht nach Meer. Komm her. Ich hab gerochen die bei mir. Ich war im Sommer im Urlaub, deswegen bin ich gerade hingegangen und ich riech es. Damals, als ich noch die Schollen vom Strand gefischt habe mit meinem Vater. Ich sag dir das, so hat das gerochen. Gruß an Vater. Also eine Tomate kommt die Rucke alles bei dir. Machst du nicht langsam. Muss nicht. Aha. Würde du ruhig bei mir, ich würde bei dir einmal. Guck, die kombinieren. Er stellt hin, er werft rein, Papa kommt, bam, knallt das rein. Wie ein Schweizer Uhrwerk, alles greift ineinander. Da wischt der Papa sogar den Hintern ab vom Sohnemann, wenn der. Voilà. Oftmals ist hier wirklich alles voll. Das ist sehr oft, eigentlich immer, wenn wir da sind. Ich warte keine 10 Minuten. Kriegt ihr immer direkt Essen, ja? Ich habe das hier gegessen. Ich hatte 10 Minuten, glaube ich, und das war fertig. Heftig, komplett verziert. Ne? Nervt manchmal so hart, wenn man so lange warten muss. Ja. Das Salz aus Sizilien. Guck mal, ich mag ein bisschen drauf. Wenn zu viel, dann kann es weg. Ja. Das musst du mal probieren, wie das gemacht ist. Das ist Steine und dann wird das gerieben. Ah, okay. Dann wollen wir direkt mal zulangen. Zitronige Gemisch mit diesen deftigen, angebratenen Röstaromen vom Fisch. Es zerfällt im Mund. Komplett. Es zerfällt. Gefühlt, als hätte es gar keine feste Konsistenz. Ja. Und hier diese feine Kruste. Das hier. Das schmeckst du. Die löst sich richtig im Mund. Und die ist nochmal einfach. Gibt nochmal den Feinschliff beim Biss. Knoblauch von der Soße. Also ich habe jetzt den Boden mitgegessen. Ja, ich esse auch den Boden. Bist du auch mit, ne? Ja. Also, weiß nicht, wie ihr es macht. Ich finde das geil, weil es hat nochmal so ein wie Chips von unten, so einen richtigen Knusper-Effekt. Es ist so unglaublich, wenn man jetzt rein sich das Ganze mal von zu Hause beleuchtet, was man sich zu Hause reinhaut, immer das gleiche und eigentlich nur Basic meistens, also ich zumindest, und alles andere als mit Raffinesse. Aber was ist an geilen Sachen für Essen? Wie viele Varianten, wie viele Möglichkeiten, wie viel Liebe.
Also ich bin auch ein Typ so, der, wenn er jetzt ein ausgefallenes Essen sieht, das kann so ausgefallen aussehen, wie es möchte. Wenn es mir nicht schmeckt, dann schmeckt es mir nicht. Dann sage ich so, nee. Aber es gibt auch Leute, die nur weil es ausgefallen ist und vielleicht weil der Preis oben ist, heißt es gleich, es schmeckt gut. Das ist so und ich kann euch da auch sagen, ich habe so viele geile Sachen gegessen. Aber ich stehe einfach manchmal auch auf so einen Basic Burger für 6, 7 Euro, der einfach auf die Hand, Fleisch, vielleicht ein bisschen Zwiebeln, Käse, bam. Und da gehe ich lieber hin, als für 80 Euro mir dann 3 Sterne Essen zu holen. Also teilweise. Ne? Mal natürlich hat man da Bock drauf. Zum Fisch wirklich die Soße, die ihr drauf gemacht, die Zitronensoße. Für mich überraschend mild. Du schmeckst die Soße. Aber für mich ist es eher vom Feeling, wenn du nicht reinschmeckst, als wäre da leichte Zitronenabrieb drauf. So alleine, wenn du schon wenn die Zitrone reibst, dieser Geruch, den du hast, so schmeckt diese Soße untersetzt. Beziehungsweise die Basis ist eigentlich so ein leichtes Knoblauchfeeling, was die ganze Zeit mitschwingt. Und dann kommt zwischendurch dieser Zitronenabrieb. Feine Kruste vom Wolfsbarsch, knuspern wie Chips von der Fischhaut. Also das ist das, was ich euch dazu sagen kann. Du kriegst es noch weg, ja? Bruder, die musst zwei sind ein Fisch. Du musst hier ein bisschen mit helfen. Ja. Leute, wir werden kurz aufsnacken, beziehungsweise Karin wird uns helfen. Dann gehen wir zur Bewertung. Ja. Den Chips nochmal. Das sind Süßpeperonis, sagst du? Genau, das wird frisch in Luft getrocknet. Und dann, wenn getrocknet sind, da muss man in Olivenöl 2 Sekunden umdrehen und stehen lassen. Dann lässt es in der Sonne, lässt es dann rein. In Sonne. Ah. Sonne. Dafür habe ich einen Dörrautomaten zu Hause, Leute, weil bei uns die das Wetter nicht stimmt. Aber die trockenen Tomaten. Ja. So ungefähr. Oh, die Chips sind wild, Leute. Die sind wild. Also bevor es die Bewertung gibt, hier auch nochmal ein kleiner Einblick. Da, wo die Kleinen angefangen haben in der Küche. Guckt euch das mal an. Ich sag gerade noch, er hofft, er hat die Wette nicht verloren. Er hat ja am Huni gewettet, ne, dass die mindestens 8,5 Durchschnitt. Also ich werde einfach jetzt frei raushauen. Ohne jetzt die Gerichte noch mal drauf einzugehen. Einfach nur die Bewertung mache ich, Spendi. Ne? Ja. Wir sind hier vor dem Vivaldi. Also Pizza Vollkorn. Das war das erste Gericht, habe ich 8,6 Punkte gegeben. Du bist im Game, 8,6 Punkte. Danach kam Nudeln Tomaten, glaube ich, habe ich 9 von 10 Punkten gegeben. Boah, aber die waren auch schwer besser zu machen. Schwer besser zu machen. Dann kam, glaube ich, die normale Pizza schon. Habe ich auf jeden Fall 8 von 10. Und das hätte ich tatsächlich bei der warmen Variante auch nicht noch korrigiert. Trüffelnudeln habe ich eine 8,3 gegeben. 8,3. Begründung, ich fand im Vergleich zu anderen Hochklassigen war die Konsistenz mir etwas zu dünnflüssig. Kann daran liegen, weil er es einmal warm gemacht und dann nochmal raus. Auch irgendwas gesagt. Ich war gerade eben nochmal drin, hab nochmal nachgefragt und er meinte, es lag daran, weil es nochmal kurz warm gemacht hat, dass es zu flüssig geworden ist. Die Tochter meinte auch gleich so, ah, schade, schade. Ich sagte, ey, macht nichts, ist nicht schlimm. Nein. Es hat trotzdem saugut geschmeckt, ja. Pizza Frita gebe ich 9,4 Punkte. Boah, die war endlevel stark. Ich habe auch viele Pizza Frita schon gegessen. Die war wirklich, wenn nicht sogar die beste oder mit die beste. Lasagne 8,8. Die Lasagne war auch welch, dieser Durchbiss, also die feinen Schichten, die du im Biss noch gemerkt hast. Und dann haben wir noch den Wolfsbarsch, gebe ich 9 von 10 Punkten. Boah! Auch ultra heftig. Der war Gas. Ultra stark. Wirklich krass, ne? Ja. Das ist wow. Ich war vorher bei 4 anderen Spots schon, die ich getestet habe. Und dann kam dieser Spot. Ja. Und wir wurden wirklich überlagert. Oh. Und die wollten dann noch mehr machen, ne? Ja, die wollten noch mehr und ich war todessatt schon. Ja, ja. Wild, Leute, wild. Also, Spendi, das hat sehr Spaß gemacht mit dir. Ich gebe dir mal hier nochmal die Flosse. Ja. Ja, denk dran, Leute, sehr auch geil. In der Videobeschreibung Spendi unbedingt abonnieren, Videos reinziehen. Ey, danke schön. Na, sehr gerne. Ist aber auch, also egal wo ich bin, sobald ich Holle sah, man wirklich, es kommt durchgehend von jedem, den sein Content zurzeit 10 von 10. Ja, es geil. Ist egal von wem. Geil, was war jetzt Gesamtbewertung? Genau, Gesamtbewertung, oh, das ist schwer jetzt. Wir blenden es mal ein vom Cutter. Cutter blendet das jetzt ein. Auf jeden Fall stark, der Durchschnitt. Und wir haben schon gesagt, wenn wir die 10.000 Klicks erreichen. Ja, kommst du nochmal? Dann komme ich nochmal und wir machen hier nochmal Burger zum Beispiel. Die haben auch einen modernen interpretierten italienischen Burger. Ja. Dann machen wir noch eine zweite Runde. Sehr gerne. Und vielleicht ist auch Sascha dabei. Sauer, das wäre lustig. Sehr geil. Das wäre lustig. Geil, Leute. Kriegen wir hin. Ja, lasst den Daumen oben scheppern, damit wir wiederkommen. Auch die Kombi noch mal sehen. Ihr seht sie sonst trotzdem, aber... Ja. Und Sascha wird zu 100% dabei sein. Oh, das wäre heftig. Ja, das wäre lustig. Kriegen wir hin. Sehr geil. Geil. Schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's ciao, gut. Ciao.